hallo Streli und herzlich willkommen zum Nachschlag nach dem Heimspiel gegen den SC Freiburg. Wie blickst du einen Tag nach der Heimspielpremiere zurück auf das Spiel? Ich würde sagen, sehr positiv. Also die Atmosphäre im Stadion hat mir sehr gut gefallen. Die Fans haben uns von der ersten Minute bis zur letzten Minute sehr gut angefeuert. Leider konnten wir den Fans, auch uns selber, den Sieg nicht bescheren. Aber nichtsdestotrotz kriege ich sehr positiv zurück. Du selbst hast nach 2 Minuten schon für einen Top-Start gesorgt mit deinem Tor. Hast jetzt in allen Pflichtspielen bisher einen Treffer beigesteuert. Was bedeutet das persönlich für dich? Zunächst einmal freut es mich, dass ich der Mannschaft mit Toren helfen kann. Aber ich bin dann eher noch glücklicher, wenn wir wie jetzt gegen Rödinghausen einen Sieg einfahren. Ja, nichtsdestotrotz schaue ich auf eine positive Zukunft. Jetzt steht nächste Woche das Auswärtsspiel an beim VfL Wolfsburg. Was habt ihr bis dahin vor? Was wollt ihr vielleicht verbessern und mit welchen Zielen geht ihr auch in die Partie? Ich denke mal, wie mit jedem gleichen Ziel wie in allen Spielen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und so gehen wir auch jedes Spiel an. Ich denke mal, dass wir jetzt die nächsten Tage die Sachen, die wir nicht so gut gemacht haben, analysieren werden und die positiven Dinge einfach dann auch mit ins Spiel nach Wolfsburg nehmen und gucken, dass wir dann die Sachen einfach besser machen und hoffen dann auch mit einem Sieg dann nach Hause zu kommen. Und viel Erfolg dabei und Dankeschön. Kein Problem, danke.